Hey, ich bin Shao, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Wir spielen jetzt noch die DLCs zu dem ersten Teil, bevor der zweite Teil kommt. Ein bisschen dauert das noch, das wisst ihr ja. Ich habe es im Community-Tab geschrieben, wieso die Reihenfolge ist, weil das ja ursprünglich ein von der Community gewähltes Spiel war. Deswegen, wir spielen jetzt das erste DLC The Assignment. Mal sehen, was ich mir darunter vorstellen kann. Oh, wir biegen anders ab. The Assignment. Okay, drücken Sie die Taste. Ah, okay. Oh, schön. Neues Spiel. Ja gut, machen wir es direkt. Bitte passt die Helligkeit an. Das kennen wir ja schon. Wir machen wieder ein bisschen heller, sodass es für YouTube ganz okay ist. Ich denke mal so ungefähr, wenn man das ein bisschen heller macht. Da macht man das so. Hey, was ist denn mit Schwierigkeit? Ich wollte jetzt mal endlich auf normal spielen und dann sowas. Na, mal sehen. Ich bin gespannt, was uns in diesem DLC erwartet und welche Hintergrundinformationen wir noch bekommen werden. Sie existierten zusammen, aber sahen die Dinge auf ihre eigene Weise. Es ist, als fülle das Bewusstsein der Patienten die leeren Stellen aus und als erschaffe es so eine eigene Realität. Notizen zum Versuch 600... Gehört Sie zu Morbius? Herr, ich habe meine Wahl getroffen. Ah, die Nicole. Ich glaube, um sie dreht es sich auch und wir werden jetzt ihre Geschichte erfahren. Mal sehen. Oh, das ist direkt nach dem Crash. Sie war ja so lange weg. Da hat man natürlich gute Möglichkeiten, sowas jetzt mit dem DLC zu füllen. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass sie das alles in Stöckelschuhen macht. Das ist die wahre Hölle wahrscheinlich. Okay. Da stand wer. Und nun ist er weg. Ganz schön keck. Kapitel 1. Der Schwur. Okay. Oh, ich habe ja beim ersten Teil einen draufgekriegt, dass ich mich hier nicht gut genug... Kein Blut. Gar nichts. ...umgesehen habe hier im Wald, dass hier so viele Kisten waren. Na, mal sehen. Ein Rabe. Habe ich eine Waffe? Ich kann nur treten. Der Unfall. Ich war nicht allein. Wo sind sie alle hin? Weg. Hier hängt wieder so ein Gebimsel rum. Okay. Können wir da hinten noch hin? Ach, jetzt müssen wir uns wieder komplett neu tunen, ey. Pimp mein Nicole, ey. Das wird geil. Okay, ich bin sehr gespannt. Was esst ihr da? Hatten wir das Ding nicht schon im ersten DLC, also im Hauptspiel gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Wahrscheinlich da hoch. Nein, da rechts. Da ist eine Fackel. Okay, eine Höhle. Gut. Bisschen hoch, wa? Ach, der... Oscar, was zum Teufel? Scheiße! Okay, ein Glück hat sie die anbehalten. Ah, wie geil. Jetzt ergibt alles Sinn. Okay. Sie haben etwas Lippenstift am Arm, junge Frau. Und auf dem Dekolleté.
Los aufstehen. Munter ans Werk, Mrs. Kidman. Munter ans Werk. Ich muss hier weg. Tja. Wusste sie da eigentlich schon, dass sie eben in der Maschine ist? Merkt man das selber? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Ach so, Leerzeichen. Ja. KCPD, Strafakte, Anklagepunkte, Fallnummer, Beschreibung, Eintrag gelöscht, Jugendstraftat. Fallnummer, Eintrag gelöscht, Jugendstraftat. Eintrag gelöscht, Jugendstraftat gelöscht. Beschreibung, Hausfriedensbruch, Zerstörung von Eigentum. Fallnummer, schwerer Diebstahl, Annahme von Diebesgut. Landstreicherei, Alkoholkonsum als Minderjährige. Ladendiebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Raub, Besitz verbotener Substanzen mit Verkaufsabsicht. Bewaffneter Raub, Überfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl, Flucht vor Strafverfolgung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Angriff auf einen Polizeibeamten. Wenn das unsere Akte ist, dann ist das nicht so gut. Da hat die Nicole einiges auf dem, wie heißt das, Kerbholz? Na, mal sehen. Achso, drücken. Muss ich erstmal wieder in die Steuerung. Riecht wie Blut. Riecht wie Blut? Ja, alles voll damit. Wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Und sie wieder lernen. Wir können nicht mehr zurück. Du sicherst hier. Ich sicher, alles klar. Unmöglich. Hey, wo ist Joseph? Der Joseph. Die sind alle tot. Schnell raus hier, aus der Höhle des Schreckens. Oh, Leslie! Beruhige dich, Leslie. Leslie. Leslie with us. Wie bitte? Kate, konzentrieren Sie sich. Und passen Sie gut auf. Das ist eine ernste Angelegenheit. Wie alles, was wir tun. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das würde ich gern glauben, aber Worten müssen Taten folgen. Wie gesagt, Ihre Zielperson ist Leslie Withers. Er ist Patient in der Beacon Nervenklinik. Aber das ist nicht alles. Kurz gesagt, wir brauchen ihn für unser STEM-System. Ohne ihn ist unsere Forschung bedeutungslos. Ich verstehe nicht ganz. Uns gehört Beacon. Warum holen wir ihn nicht? Unsere Beziehung zu seinem Betreuer, Marcelo Jimenez, ist angespannt. Der Junge ist ein Druckmittel. Jimenez will einen STEM-Prototypen in Beacon aktivieren, ohne Erlaubnis. Das können wir nicht zulassen. Machen Sie sich nichts vor, es wird gefährlich. Kommen Sie, gehen wir. Die Schwestern warten schon. Oha. Der Herr wohl mit diesem riesigen Büro irgendwas kompensieren muss? Ich weiß es nicht. Oh, Katzen! Na du? Wo kommst du denn her? Okay, speichern. Was? Kapitel 1, der Schwur, schon fertig? Na gut. Okay. Ja. Spielmodus. Ach, ich kann an der Katze speichern? Die Katze ist mein Save Point? Ach, wie süß. Klack, klack. Mal gucken, ob wir irgendwas hier an diesem Schreibtisch finden.
Tatsächlich. Leertaste speichern, das ist ja nice. Ah, wie geil. Das ist ja witzig. Eine Katze zum Speichern. Ist das in ihrer Erinnerung? Sieht sie deswegen keine Gesichter? Ist das ihre Firma, ihre Abteilung? Wer lacht hier denn? Lounge. Wo müssen wir überhaupt hin? Ground Floor ist überstrahlt leider. Upper Level. Ich kann es nicht lesen. Okay. Double Tap? Nein. Ich glaube, wir können die Tür eintreten. Hier, glaube ich, ne? Ah ja, guck mal. Ist grün zu grün. Mahlzeit. Okay, da hinten können wir... Doch, können wir da hin? Können wir da hin? Authorized personal only. Nur autorisierte Personen dürfen hier rein. Okay, unsere Kidman ist aber auch nicht so fit. Okay, aber bei den Schuhen verzeih ich hier das. So. Hier darf niemand her. Okay, da dürfen wir touchen. Ach, wir müssen halten. Okay. Alles klar. Die Rolltreppe. Ja? Stairway to Heaven. Wenn die Menes das System aktiviert, landen sie drin. Hoffentlich tut das nicht. Aber wir haben eine Infusion vorbereitet. Zum Schutz vor... Kontaminierung. Wie eine Impfung? Zu meinem Schutz? Eher, um sie zu verstecken. Wir haben STEM entwickelt, aber es gibt einen Geist im System. Etwas, das wir Ruvik nennen. Es will uns fernhalten. Die Infusion sollte sie etwas schützen. Ah. Nicht, dass mir noch ein Chip implementiert wird hier. Wenn ich jetzt eine Impfe kriege. Also deswegen Warum haben wir sie... Ich allein? Sie werden nicht allein sein. Ihr Team vom KPD begleitet sie. Sie werden über Funk von einem Vorfall im Beacon hören. Alles ist genau vorbereitet. Ah, es war also eine Falle. Aber deren Schicksal ist unerheblich. Okay. Für die Mission müssen Opfer erbracht werden. Ja. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir brauchen den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Loyalität nehmen wir sehr ernst. Vertrauen ist sehr kostbar in der heutigen Welt. Also frage ich nochmal. Gehören Sie zu Mobius? Ja. Ich habe meine Wahl getroffen. Jetzt müssen Ihren Worten Taten folgen. Zaudern Sie nicht. Das ist eine kleine Nadel. Klein. So, ich zähle jetzt rückwärts. Und wenn ich fertig bin, stelle ich Ihnen ein paar Fragen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Oha. Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Oh, schon drin direkt.
Ja. Bah. Wer steht da? Was steht da? Was ist was? Oh, Scheiße, ey. Wieso fängt das direkt so hart an? Hallo? Scheiße. Okay. 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 Haben wir eine Lampe? Haben wir nicht. Wir sind noch im Dunkeln. Wir haben keine Waffe. Kontrollpunkt. Okay, immerhin etwas. Keine Waffe, keine Lampe, kein gar nichts. Eine Lampe! Was ist das? Eine Taschenlampe. Sehr schön. Okay. Was ist hier los? Q an aus. Maus 2 halten. Konzentrierter Strahl. Alles klar. Wir können anscheinend Viecher wegstrahlen. Das ist schön. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwas rumsteht. Ja? Nicht, dass ich böser Bub wieder was übersehe oder mich nicht genau genau hier umgucke. Wir sind scheinbar immer noch irgendwie. Wir sind wahrscheinlich schon im System drin, ne? Warum auch immer. Warum auch immer. Okay. Hallöchen. Ich bin die Neue. Das ist ja schon mehr... Oh. Ich weiß nicht, ob das meine eigenen Schuhe sind oder die von diesem anderen Viech. Das hat irgendwie auch so geklogen. Okay, treten kann ich noch. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ja. Oh Gott. Ich hasse diese verhangenen Geisterdinger. Das ist immer... Das ist nicht sehr gut. Okay. Alright. Ihr seid ja alle schön tot, ne? Ihr seid gute Tote, nicht wahr? Okay. Wie lösen wir das Problem? Halten. Wir sind eine Hackerin. Ah, so können wir einfach machen. Alles klar. Das ist meine Sicherheitstür, du. Slide to unlock, sag ich da nur. Alles klar. Wir haben eine Taschenlampe. Hilfe! Hey! Warum hat er auch so das Gesicht so verstrahlt? Von innen abgeschlossen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vielleicht. Was haben wir denn hier? Physical Plant, Office Area B02, Reception. Okay. Let's go. Bitte. Nein. Nein. Leslie. Sag ich doch, die hat hochhackige... Oh mein Gott. Oh, sie hat ihn nur zur Hälfte weggesnackt. Das ist lieb. Dann bleibt der Rest für mich über. Okay.
Das beste Stück hat sie mir da gelassen. Ach du Scheiße. Der hat das zu durchklettern? Nein. Scheiße. Das hätte ich sein können. Hätte, könnte. Sind wir aber nicht. Alles gut. Ah, jetzt da auf. Wir folgen mal den Nagellackspuren. Schnubbi. Schnubbi kann aber gut klettern. Ein Tape. Oh Gott. Okay. Alles gut. Alles gut. Eintrag 201. Ich fürchte, die psychischen Probleme der Subjekte behindern unsere Forschung. Mobius will statt Patienten aus Beacon stabilere Persönlichkeiten nutzen. Sie wollen Stem an die geplante Nutzung heranführen. Werden Sie die Welt auf die gleiche Weise erleben? Übersteht ein gesunder Geist dieses psychisch fordernde Erlebnis? Ich hatte wieder diesen Traum. Ich habe mich mit dem Stem verbunden. Hm. Okay. Mich dünkt, das wird eher hier so ein Schleichspiel, so in die Ecke. Deckung nutzen. C in Deckung gehen. Pfeiltasten in Deckung bewegen. Pfeiltasten um Eck spähen. Okay. Ja, so in Deckung gehen, ne? Gegner anlocken. R, Gegner anlocken. Während du in Deckung bist, kannst du Gegner rufen, um sie in deine Richtung zu locken. Ach du Scheiße. Hier drüben! Hm. Der liegt da wohl. Okay, versuchen wir es mal. Hey! Oh oh. Puh. Gesundheit wiederherstellen. Bleib stehen, um deine Gesundheit vollständig wiederzustellen. Wenn du dich versteckst oder Entdeckung... Was? Einfach nur durch stehen bleiben, wird meine Gesundheit wiederhergestellt? Okay. Oh nein, der Safe hat. Was? 5 7 Pfeiltasten aus und Leertaste drücken, C abbrechen. Kann ich herausfinden, was der Code ist. Kann ich ihn raten? Oh, hier kann ich mich wieder verstecken. Okay. Mach mal Taschenlampe aus. Wie könnte der Code sein? Da kann ja eigentlich nur eins von diesen 4 sein, ne? Aber in welcher Kombination? Was hatte ich denn jetzt? Es können ja eigentlich 16 Kombinationsmöglichkeiten sein, ne? Vielleicht anhand der Dichte. Also so, so.
Ah, wie fest die sind. Okay. Wie fest die gedrückt wurden. Brieffragment 1. Okay. Der ist safe. Ich hoffe, er erscheint nicht gleich. Ich hoffe, ich muss nicht gegen den kämpfen. Ich glaube, wir können das hier irgendwie zur Seite schieben. Sieht gut aus. Flasche werfen. Okay. Oh Gott. Oh oh. Also super geklappt hier. Also super geklappt. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch blenden. Konnten wir nicht blenden mit dem Ding hier? Okay, da ist eine Tür grün. Da müssen wir irgendwie hin. Rechts, keine Ahnung. Keycard. Logischerweise. Ja, Gegner anlocken. Wenn du in Deko bist, kannst du Gegner rufen, um sie in deine Richtung zu locken. Das geklappt. Oh Gott. Ich werde mir nicht ganz warm mit diesem Spielprinzip hier. Was ist denn da? Okay. Eine Waffe, verdammt. Ich brauche eine Waffe. Da liegt eine Keycard. Eine Keycard. Oh Gott. Okay. Büro-Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarte gehört einem Mitarbeiter von Mobius. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Oh oh. Genau, da war die Schränke. Keiner da, mein Großer. Noch einer, oh nein! Snack dir weg! Da rennt noch einer rum. Okay, da kommen wir rein. Da rechts müssen wir aber auch rein, würde ich sagen.
müssen eigentlich hier rein. Wir müssen eigentlich hier rein. So hätten wir die nur weglocken können. Kontrollpunkt. Haben wir Licht? Können wir hier kein Licht anmachen? Nein. Schade. Hier wieder hoch? Nee, können wir nicht. Hallo? Grüß Gott. Die arme Chuck hier. Okay, da können wir scannen. Keine Informationen, keine weiteren. Okay. Agentenstatus entlassen. Autorisierung ungültig. Was? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Vielleicht. Analysiere Daten. Oh no. Leslie. Sie hat eine Tür herbeigezaubert. Das Ding hat sein Licht benutzt. Steuerung, Information, Maus 2 halten, konzentrieren. Okay. Waren wir nicht in so einem Ding auch gefangen hier? So hey! Komm schon, Liz! Sag ich doch. Okay. Oh boy. Wenn das System aktiviert wird, hören Sie ein schrilles Pfeifen. Dann können wir Ihnen nicht mehr helfen. Was passiert dann mit mir? Ich kann nur sagen, es wird verstören. Aber Leslie wird mit Ihnen da drin sein. Sie müssen ihn finden. Das war bevor ich... Leslie? Ist er wirklich hier? Also sind wir jetzt schon drin oder ist es nur ein Test, um uns für den... für die tatsächliche STEM vorzubereiten. Ground Floor. Leslie ist hier. Ich muss zu ihm. Muss ihn als Erster erwischen. Okay. Kontrollpunkt. Mal sehen, wo wir dann überhaupt lang können. Also mit Munition und Bum-Bum sammeln ist ja anscheinend nicht, okay? Das hätte ich jetzt nicht... Oh, Zatze! Ja, Hallöchen! Ist das mein Safe Room dann? Erstmal die Katze petten, ne? So, zack, alles klar. Was ist das da? Nein, nein.
Nein? Was zum... Ist da nicht gerade einer hergegangen? Da ist doch gerade einer hergegangen, Alter. Das Spiel macht mich irre. Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Musikstück freigeschaltet. Du kannst es dir im Soundtrack Player über das Startmenü von The Assignment anhören. Okay, nice. Nice. Sammelobjekt. Wer braucht sowas nicht in der Horrorwelt? Platten. Okay. Kunst kriege ich auch noch hier. Er hat zugeschissen mit Kunst und Kultur. Könnt ihr jetzt wirklich mal eine Wumme gebrauchen, ne? Das wäre wirklich reizend. Wäre das. Bitte lass hier irgendwo eine Waffe rumliegen. Oder einen Snack. Ich würde alles für einen Schokoriegel geben. Kann ich natürlich rufen dann hier rein, ne? Aber wofür ist dieser Raum? Ich glaube, der Raum ist nur, um sich hier zu verstecken irgendwie. Würde ich jetzt sagen. Na, mal sehen. Funktioniert ja super. Da geht's auch noch runter. Oh, kann ich hier drücken? Noch eine Flasche. Weg. Eine Schnecke. Was ist hier los? Warum verarscht mich das Spiel? Okay, ich denke, ich kann mich einfach nur hier verstecken. Ich denke, wir müssen da die Tür aufmachen, müssen die Biester rauslocken. Guck mal, die kuscheln, wie süß. Da ist noch was.
geht mal in die andere Ecke. Da irgendwo da hinten hin. Oh, da wollte ich eigentlich nicht rein. Also wir haben jetzt eine Keycard. Ich weiß nur nicht, wofür genau. Vielleicht irgendwo da drin? War irgendwo hier eine Tür? Habe ich die nur nicht gesehen? Muss ich zurück? Wahrscheinlich nicht hier, sondern irgendwo hinten im Raum, hä? Ah, wahrscheinlich muss ich das Handy anrufen. Warte mal, wieder hier raus. Ich wollte eigentlich nur die Flasche aufnehmen. Das ist wahrscheinlich die Tür, wo ich hin muss. Ja, ja, da müssen wir hin. Na, geh doch mal dahin. Das juckt den irgendwie nicht. Andere auch noch? Ich muss leider warten, bis das Knurren aufhört, habe ich das Gefühl. Wir wagen es mal. Hallo? Hallo? Geschafft, okay. Kontrollpunkt. Das ist wieder so ein Sternding. Oh, ich glaube, immer wo diese Sterndinger sind, da können wir leuchten. Und da kommen wir durch eine andere Tür. Oh, oh. Da dürfen wir nicht runterfallen. Vergessen Sie nie, Sie sind einer von uns. Müssen wir nicht fokussieren, dann müssen wir dieses Ding umstellen oder das Ding umstellen. Ach, wir müssen das herstellen. Verstehe. So wird das also gemacht.
Hier sieht es schon wieder direkt gut aus hier, ne? Die Luft hier ist drückend. Ich weiß nicht. Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig und wie ich es verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Okay. Oh. Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und die sind fast erreicht. Wenn Sie uns nicht mehr weiterhelfen können, müssen wir jemanden finden, der es kann. Überstürzen wir nichts. Ich habe Tests mit unserer optischen Diagnose gemacht. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Bitte, kommen Sie. Der Projektor ist nebenan. Na, das will ich jetzt aber auch sehen. Alter Haudegen. So steht schon. Okay. Können wir noch was? Ich suche immer irgendwie was, ne? Suche immer Munition und so. Video. Das haben sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Align the dots. Right eye, left eye. Was? Was genau muss ich hier tun? Align the dots, right eye, left eye. Her. Ich frage
Frage mich, wann das erscheint. Müssen wir lange genug fokussieren? Das ist der Stem. Okay. Stem-Prototypen vom Möbius. Oh oh. Die Badewanne vom Stem. Alles klar. Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es Stem. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Das Spiel macht mich fertig. Scheiß Tür, ne? Hey, wer bist du denn? Oh, Lisa. Oh, sie kommt näher. Nein, hi. Okay, da geht's nicht lang. Ah, hier wieder. Die hieß doch Lisa, oder? Laura. Laura, nicht Lisa. Wenigstens hier heller. Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier anhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Oh, da ist er. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Okay. Status entlassen. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Ah, in die Bioabteilung. Oh, Biometrie. Was für ein Zufall, dass sie gerade hier liegt. Schauen wir doch mal vorbei. Oh. Katze. Alles klar. Ist sicherlich besser. Aufzug fahren, auch immer mega sicher hier. Mega sicher. Würde ich auf jeden Fall machen in so einer Welt hier. Einige Dinge werden Ihnen nicht real erscheinen.
Aber lassen Sie sich nicht verwirren. Es dauert etwas, bis Sie sich zurechtfinden. Aber ich habe immer nicht zurechtgefunden. Und die anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Kommen Sie ihnen in die Quere, wissen Sie, was zu tun ist. Okay. Leslie finden und zurückbringen. Nur das zählt. Oh, okay. Was haben wir gekriegt? Bitte Subjekt Gesichts-, Hand- und Neuralprofil erstellen lassen. Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Gesichtsprofil erstellt. Gleicht inaktiven Profil Julie Kidman. Reaktiviere Profil. Okay. Können wir jetzt einfach zurück? Nur sicher gehen. Nur sicher gehen. Ich weiß zwar nicht, warum wir hier durch die Gänge kriechen können, aber ja gut. Available. Treupunkt. Was zum Teufel? Was? Do not jump from the bridge while it is in motion. Ach so. Wir brauchen hier ein Kontrollstück oder was? Ah, da hinten müssen wir auch noch was scannen. Oh, verstehe. Also wir brauchen erst... Gott. Wir brauchen also erst so ein Control-Dingsbums. Wie sagt eigentlich C in Deckung gehen? Okay, das hilft mir nicht wirklich weiter. Heile ich mich nicht, indem ich einfach stehen bleibe? Tatsächlich. Wahnsinn. Ach, das ist unser Vorteil, weil wir die Spritze gekriegt haben, hä? Okay, stehe. Bei den Leichen aufpassen hier, ne? Okay, was ist denn hier Schönes? Gar nichts. Handscannung. Scan. Bitte während des gesamten Vorgangs still. Stillhalten? Profil erstellt. Bitte Neuralprofil erstellen, um Autorisierung abzuschließen. Vielleicht ist das blind? Bestimmt ist das blind.
sollten wir jetzt ganz leise sein. Fuck. Oh oh. Gegner anlocken. Ja, Gegner anlocken. Alles klar. Erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss hier. Da geht's auf jeden Fall hoch. Das lasse ich mir nicht nehmen. Was haben wir denn da? Wieder ein Safe. Müssen wir alle zum Leuchten bringen? Wahrscheinlich müssen wir alle zum Leuchten bringen, ne? Geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Oh, hier geht's gar nicht weiter. Es ist nur diesen dämlichen. Nur diesen dämlichen Safe hier zum. Wie kann man das denn lösen hier? Ah, das ist auf jeden Fall der letzte, den wir anschalten müssen. Den kriegen wir an, den kriegen wir an. Den kriegen wir an. Den kriegen wir an, den kriegen wir an. Oh, okay. War ja gar nicht so schwer. Brieffragment Nummer 3. Habe ich vielleicht schon Brieffragmente verpasst? Ist eine Flasche. Dann können wir den auf jeden Fall auch weglocken. Ja. Rennt dahin, meine Kleinen. Ein Generator. Wie starten wir den denn so? Okay. Zahnräder, die brauchen wir noch nicht. Oh no.
Abbruch? Was? Wie haben wir den denn erledigt? Hä? Ah, okay. Ah. Wie haben wir den mit dem Wagen weggematscht, hä? Hatte ich so das Gefühl. Egal. Wenn das funktioniert, dann funktioniert das eben. Wir müssen erst den letzten Schritt vollziehen, glaube ich. Für die Authentifizierung hier, hä? Ein Brainscan, alles klar. Neuer Profil erstellt. Profil entspricht entlassener Agentin Julie Kidman. Entlassungsgrund, Befehlsverweigerung. Profil reaktiviert. Daten wurden zur Analyse an Mobius gesandt. Befehlsverweigerung? Das ergibt keinen Sinn. Egal, jetzt müsste ich die Türen aufbekommen. Super, wir lesen noch hier die Note. Aufnahme 1, Kidman, Anwerbung. Julie. Sie haben eine ganz schöne Akte, wie ich sehe. Sie haben während der Polizeiausbildung lesen gelernt. Ich bin beeindruckt. Sparen Sie sich bitte Ihre Sprüche. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich hier? Sie wurden festgenommen, Miss Kidman. Sie sind vorerst in Gewahrsam. Aber das ist offensichtlich, nicht wahr? Danach habe ich nicht gefragt. Das hier ist kein normaler Verhörraum. In der Untersuchungshaft gibt es keine gepolsterten Stühle. Keine aktuelle Adresse, mit 14 auf sich allein gestellt, von zu Hause abgehauen. Erstaunlich, dass Sie so lange durchgehalten haben, ohne einen Ausweg zu suchen. Wenn Sie wirklich so schlau sind, wie Sie tun, hätten Sie doch längst Ihr Leben umgekrempelt. Mir geht's ums Überleben. Sie meinen, ich bin sauer, weil ich erwischt wurde? Im Knast bekomme ich kostenlos was zu essen. Kann ich mit leben. Was, wenn ich Ihnen sage, dass es ab heute anders sein könnte? Sie sind ein schlaues Mädchen, nichts zu verlieren, niemanden, der Sie vermisst. Jemandem mit solchen Eigenschaften könnten sich sehr interessante Möglichkeiten eröffnen. Wie meinen Sie das? Sie meinen, Sie wollen mir eine Art Freifahrtschein anbieten? Nicht ganz, aber etwas Ähnliches. Schießen Sie los. So fängt's immer gut an, ne? Fängt immer gut an, so. Okay, versuchen wir's nochmal. Definitiv wieder auf der anderen Seite. Ja, lauf doch! Oh nein, sie hat das... er kommt nicht durch. Wie geil, er ist durch sie durchgelaufen. Magic, das ist unsere Geheimwaffe. Unsere Impfe schützt uns davor. Okay, gut. Leute, die Stunde ist rum. Bing. Oh, wir sind wieder oben. Katze. Okay, wir können hier speichern. Alles klar. So, ich streichle nochmal eben die Katze und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.